Komm runter, Bruno. Und ich bin einfach ohne Haaland. Hilfe. Manchmal einfach Bank. Haaland, Haaland. Ob sie Bayern haben, danke. Hey, was war das da so? Hä? Kommen die alle nicht aus dem Himmel runter? Oder? Wo sind die Männer alle? Geklaut. Die Leiche gerade, Hilfe, Digga, wie das aussah. Boah, Schildcrack. Alter, der Arme. Als ob, hey, what the fuck? Ja, da wollen wir die MP7 auf Range getestet. Und zu einem Schlanz, die Waffe, scheiße. Lass mal Ding direkt markieren, dass die Männer wissen, ne? Was haben wir denn für Mates? Sean und Oswa. Ey, alter Ron, pack das Handy weg. Ja, ja, wenn du mit dem Nokia. Ja, desto näher das dran machst halt, ne? Desto lauter wird das. So. Ist ein Sticker aus? Ich hab einen Rohrreiniger bekommen. Weißt du, was das ist? Weißt du, was ein Rohrreiniger ist? Das ist der Noob-Tuber. Das ist ja Granatenwerfer. Kackding da. Lade mein Prüfmann. Ah, der ist direkt mal. Bei dir? Und mal luschern. Ich sehe schon wieder links den Snipe. Wo sind die? Oben? Ey! Die Sniper weg. Sind die dann noch hier oder wo? Ja, hinter mir, ich kann nichts machen. Teammate, direkt. Der landet auch direkt im Kugelhagel drin. Ach, Digga. Sind hier immer noch die Knallermänner? Eine Schildcrack. Von einem feindlichen Team verfolgt. Sei vorsichtig. Feindliche Drohne über uns. Ey, Bullshit. Ich hab ne Nägel. Und? Ah. Oh ne, Digga, ich hab schon wieder so eine komische Graf. Ja, aber nicht mit diesem komischen Iron Cook. Und ist ein MAC-10. Mit Schalldämpfer. Ich werd sogar gejagt, oder? Wollen die Männer erst recht sagen, Gott. Immer noch, hier runter am Snipen. Runter snipen. Oh mein Gott. Ich habe ja einen absolut hohen Latenz gerade gehabt. Ab in die Sicherheitszone. Hä? Digga, was hab ich denn verlext, Mann? Ja, hier war ich schon looten gewesen. Aber wir müssen moven, ne? Komm auf Sache.
Ja, links wird gesniped, Control Center. MP5. Eine Gasi-Maske. Eine Gasomaske. Was passiert? Da oben drauf? Ja, und wird. Mann, Digga! Weil er wieder die Maske aufziehen muss, der doof, Alter! Diese Maske ist so wasted mittlerweile, ne? Die ist so schlecht irgendwie. Oh, wieder so Krüppel-Mails, ne? Ja. Irgendwie größten Downy-Mails bekommen, Digga. Ja, oh, mal doch rechts rumgelaufen. Ich will da sehen, wo die Waffen sind, ne? Oh, der Sean, Digga, der ist auf Sneak-Basis unterwegs. Auf alle sterben direkt. Oh. Der Sean, der kriegt Parkinson. Ey, warum zerstört der Claimer denn nicht? Eine Ausrüstung? Oh. Wir sind da Gegner bei dir? Wo denn? Ja, ich seh's. Die knallen sich gegenseitig die Birne weg. Oh, ich hab grad gedacht, ich hab auch zu spät geöffnet, ne? Ah, die knallen sich ja gerade gegenseitig die Birne kaputt. Jo. Über eine Kiste. Vorne liegt Waffe. Oh mein Gott, Digga. Soll ich nicht hier rum oder so? Genau, und die habe ich auch gerade in der Hand. Brauchst du die oder was? Ich frage mich, warum jeder Diamanti spielt mittlerweile auf Close Range. Feinde landen im Einsatzgebiet. Oh mein Gott. Aktivität. Oh, sag mir das doch, und das dahinter ist. Ach so. Ach, der eine war über uns, Digga. Ich hatte nur eine Pharaoh für Close Range Hilfe. Ah, nice, die Dinger jetzt landen dort einfach, auch cool. Ja, die war die Claymore, Digga. Also ein Wand-Dollar-Schuss in den Ofen, ne? Ey, Digga, wer spielt denn so, Mann? Hau! Er läuft einfach mit gesenktem Kopf durch die City, Alter. Cool. Ich hab grad den Pin von meinem Handy an, Digga. Auf einmal ist bei dir nur so klack, klack, klack. Ich denk so, hä? Warum ist bei mir Ton an? Warum höre ich den auf Headset, Alter? Das hat so weird gerade angehört. So weird, Champ. Was ist mit den anderen Mainknechten? Was? Ausrüstung und Waffen überprüfen. Flugzeuge werden einsatzbereit gemacht.
Oh Digga, dieses Land dauert 10 Minuten, ne? Sollen wir mit deutschen Mates? Ich hoffe, die Männer schwitzen jetzt mal eine Runde. Weil diese EMS ist so cracked, ne? Und noch die richtigen Aufsätze. Nee, die Achse, ich will diese Achse L3, wie sie, Digga, das was ändert schon bei deinen Herren. What fuck, was ist das für ein Skinny, Alter? Skinny. Best Grip. Alter, die haben sogar zwei, ne, der andere sieht nicht anders. Aber irgendwie sind die, glaube ich, deutsch, Digga. Aber guck dir mal das einen, den zweiten an, wie der das zweite Wort geschrieben hat. Ah ne, Digga, die wollen in dieses Haus. Ich frag mich warum. Ist er in den Tod gesprungen? Ne. Digga, Profi. Ich kann meinen Fallschirm nicht wegdrücken. Ist der runtergesprungen? Und der ist oben geblieben. Oh mein Gott! So unlucky! Und genau dann kommt natürlich auch rechts jemand die Dinge hoch. Auch wenn ich ihn links bekommen hätte, Digga, wäre rechts natürlich direkt der nächste doof gewesen schon. Will ich halt auch schon wieder, ne? Der Boxer da so rum. Digga, das sind, glaube ich, die größten deutschen Schimmler, ne? Der eine sitzt hier in einem Raum, der andere im anderen Raum. Man hat hier keine Übersicht, weil hier 30 Menschen am Schießen sind. Mann, Ron, Hilfe, Digga, was ist denn das? Ja, Digga, komplett Stürmungskommando, Digga. Ey, wir hatten so, ey, Digga, was waren das bitte für zwei Teammates? Sie waren seit von Rundenanfang dort in diesen beiden Räumen drin. Da kommt ein Gegner. Digga, dein Kartenhänger haben einen Gegner und er lockt mich natürlich, Digga. Da stehen drei Teammates. Keine Ahnung, ich finde wirklich, das ist mit das schlechteste Haus. Digga, dann kann ich auch wirklich Ding spielen gehen, Alter. Vanguard, Junge, da sind die Häuser genauso schlimm. Kannst auch von allen Seiten reinschießen. Meine Erinnerung. Vor allem, wenn du das Perk drauf drin hast, dass du, wenn du einen Gegner anhütest, dass du den dann kurz für irgendwie 2 Sekunden oder so siehst, wenn du denn da einfach mit einem MG durchsprayst und irgendwas hittest, dann siehst du ihn ja dauerhaft da durchlaufen. Dann kannst du einfach hinterher schießen. Selbst das Dach von dem Haus ist einfach scheiße, wenn du da drauf bist, wirst du von überall weggeknallt. Mann, lass mich da mal out of zone landen. Ich hab gerade auf Level 14 die EMS, egal. Das Axial 3 ist nicht so weit weg. Nein. Nein, ich bin runtergefallen da. Der Mann denkt irgendwie, das geht in Mutters Ehre. Hey Digga, Mann, ich will doch nur einmal mit Winkeln. Los mit dem Spielchen! Es geht ins Ziel!
wirklich diesen Rückschuss kontrollieren kannst von der EMS, dieses komische Springen, Digga, ist diese Waffe so OP. So huge. Haben wir Teammates? Ach du Scheiße. Digga, wir haben Deutsche, guck sie dir an, Digga. Level 1, Level 7. Die Fistel und alles Gurke. Ah, geil, Digga. Ja, Digga. Hast du markiert? Lass direkt wissen, Peaches. Was zu machen, Digga? Damit direkt wissen, oh, hier herrscht Respekt in der Truppe. Was ein bisschen, wenn da. Digga, das ist der Teammate, der hier perfekt reingelandet ist. Ich denke mir gerade so, ne, als ob. Ich krieg wieder diese. Billo-Stoner. Ist hier links neben euch jemand gelandet oder war da jemand von euch durchgelaufen? Digga, dieses Visier ist so scheiße, dass du. Das ist Toy Warzone. Du kannst keine Visiere oder so mal unterbauen, wenn du drauf hast. Das wäre doch mal eine Funktion, Alter. Ja, wenn du es einfach abbauen könntest, das Visier. Ja, ich kann. Hä? Ich hab doch drei gerückt, Mann! Ich geh mal für die OTS. Ich kran. Boah, ja, das Ding hol ich mir auch noch. Ist noch eine OTS, ne? Keine Ahnung, sind die hier wieder gegen dieses Radiate am Zuwerfen oder was? Jetzt haben zwei Leute 7500, ich glaub's nicht. Wo ist das hingeworfen worden? Auf dem Dach? Oder daneben? Eine Munikiste wäre ganz cool für den Anfang, oder? Ich hab 45 Schuss. Ah, nein, ist der hier sogar eine Munikiste. Kuss. Was? Das wird ja keiner, oder? Ne. Meine Mates haben direkt ein Ding geholt. Der eine will absolut rein in den Laden mit 100er Batzen, ne? Die Fiste. Oben Kirchturm, denke ich mal. Jo. Zwei Hits. Ja. Oh mein Gott, what fuck, Digga, ich bin so runter teleportiert hier gerade. Ich meine, hier ist ein Sniper drin. Ich komme hier nicht hoch. Digga, Mann, das hier, ich hoffe, auf der neuen Warzone-Map kannst du mal an. Huch, ach, der Mann da oben schon raus. Willst du außen rumlaufen? Kann man eben Heartbeat. Ist ein bisschen Quatsch, oder? Was der Team da macht. Rechts von uns, also hinter uns, ne? Ist denn das Quatschhaus rein? Immer wenn ich hier drin war, bin ich auf dem Stamm rum, möchte ich sagen. Oh. Die würde ich schon gerne mitnehmen, das MG, ne? Aber da habe ich zwei Waffen auf AR-Muni. Sniper. Immer noch oben drin. Hast du Sniper Money? Das Gas breitet sich aus. Neue Sicherheitszone gefunden. Rechts. Hier kommt jemand hoch, glaube ich. Aussehen? Oh mein Gott, von wo kamen die Kugeln bitte? Kann ich von rechts vom Haus?
Schildcrack. Ja, Schildcrack. Nochmal, Schildhit. Ist nicht wirklich passiert, oder? Mann, Digga! Es ist so schlecht! Ich gehe nie mehr in dieses Haus, ne? Ich bin oben auf diesen... Jedes Mal dieser Sprung, jedes Mal schaffe ich ihn. Aber wenn ein Gegner unten ist, damit ich über ihn drüber springen kann, rutsche ich direkt ab. Dieses Haus ist so Hurensohn. Ja, lass da einfach landen. Wo ist sie überhaupt? Boah, Digga, ist nicht... Was sind denn da welche? Oben drin, unten drin. Der Feind springt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel achten. Ja, Leute. Ich kriege eine Gasnade ins Gesicht, Digga. Also die Runde ist so schlecht. Wirklich ohne Flachs. Der Mann hätte das Ding die ganze Zeit werfen können, ne? Da, genau in dem Moment, wo ich in die Tür reinkomme, wirft er eine Gasnade. Meiner geht aus dem Scope, deswegen. Der Teammate chillt da oben auch einfach mit einer Pizza, ne? Und Ding. Wie er die Kills macht. Ich will. Ich komm mal wegen Ding. Ist so einer gewesen halt, ne? Ah ne, jetzt sind da mehr. Ja, jetzt sind da mehr. Ne, ne. Da chillt auch noch jemand da in der Ecke. Mein Gott, Digga, hier sprayen so viele Menschen rum, ne? Da bewegt sich was. Ist der oben auf dem Dach? Das Gas breitet sich aus. Sicherheitszone wird verlegt. Aber wo unser Mate die ganze Zeit drauf war, oder was? Hier liegt Mac 10 alles rum, wa? Wo bist denn du? Über mir? Aber der ist oben am Turm, ne? Hol jemand diese Taktikgranate. Ziel lokalisiert. Da geht der rechts oder links rum. In dem Haus drüben sind immer welche drin, ich habe gar keinen Bock, den zu pushen. Feinde landen im Einsatzgebiet. Das kommt. Da müsste ja noch ein Loadout hier irgendwo zwischen liegen. Immer nach oben. Wo landet er? Ist er unten durchgelaufen? Leg noch eine Mac 10 dran, wenn du die haben willst. Da drüben liegt eine AK, die hätten wir natürlich gerne, ne? Das ist eine komische Runde, Ron. Da liegt so viel Loot, ne?
Digga, ich sterb doch die ganze. Nee, nee. Unten am Leuchtturm. Ich kenn's halt, stirbt einfach immer. Der spawnt und stirbt einfach immer, weil er immer an den Spot geht, Digga. Und der eine Thema kann uns was zurückspawnen sollen. Wo ist der über mir? Den Anruf. Junge, mit einem Gunfight wirst du angerufen, Alter. Kannst keine Runde in Ruhe spielen. Alter, wegen der Tragetasche, Digga. Hilfe, Junge. Die Runden laufen so scheiße, ne? Aber irgendwie nicht so diesen Drip gerade nach Warzone, muss ich ehrlich sagen, man. Ich hatte gesagt, irgendwie fühle ich gerade Warzone auch gar nicht, Alter. Ich spiel so komisch. Was willst du denn da machen? Genug Training. Jetzt wird es ernst. Ich glaube, ich bin gleich noch. Hat die anderen was gesagt, wann die kommen? Ja, Dortmund spielt gleich auch. Nein. Nein. Alle wollen hier irgendwie in die Baba Butzenland. Okay, Leute, legen wir uns ins Zeug. Oh, eine Munikiste direkt. Was ist das denn? Ach, eine Kaf. Es ist so schlecht! Ich hab keinen Bock mehr auf das Spiel, Mann! Es ist so sinnlos, Digga!